One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Lass den Sprung auf dich zukommen. Drei weiter. Perfekt. Halt den Rhythmus, lass den Sprung auf dich zukommen, dass sie selber so ein bisschen auch mit taxiert, weißt du? Weil das brauchen wir nachher für die Aufgaben. Springen tut's ja gut genug, das wissen wir ja. Und das ist sehr gut. So, richte dich auf, halt die Verbindung. Perfekt. Das ist super. Genau so galoppierst du weiter. Super. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Ah, das war super. Hinten hat sie ein bisschen Arsch hochgeschmissen, ne? Aber so musst du hinreiten, weißt du, dann springt sie dir entgegen, ohne dass sie Stress kriegt. Das ist echt gut. Und das brauchen wir nachher, brauchen wir ja jetzt auch, jetzt wollen wir gleich einmal bergab zur Ecke reiten. So, jetzt schön Verbindung halten. Guck nach vorne, halt die Linie, treib weiter, treib weiter. Halt einmal an. Jetzt stell sie einmal davor, warte. Du bist so hingeritten? Okay, du machst das schon. So, ein bisschen. Nicht aggressiv. Ein bisschen kämpferischer. Verstehst du, wie ich meine? Halt sie mal. Das war jetzt ein Stilgelände. So, jetzt wollen wir mal zwei Sterne reiten. Setz dich hin. Jetzt liegt die Linke. Das war frech. Jetzt hast du gut geritten. Komm nochmal. Ja, aber das macht nichts. Du hast jetzt gut zu Ende geritten. Komm noch mal. Stell sie mal nach links. So, linker Schenkel ran, jetzt Bein. Weiter. So, und jetzt kommt's gleich noch mal. Bleib sitzen. Und jetzt bleib sitzen. Das. So. Jetzt reiz das einmal in Kombination. Weiter. Gut. Sitzen, sitzen. So. Jetzt lob sie einmal. I'm a butterfly who has only begun. Taking me a while to get it. Springt's am Ende dann ein bisschen zu doll und kriegt dann Angst vor sich selber. Da muss sie einfach dann noch mehr Vertrauen kriegen. Ja, lieber einmal so ranreiten. Ja, du musst vorher einmal durchgekommen sein und bis zum Ende sitzen bleiben, dann geht's auch. Ja, weil sonst springt sie zu doll. So, jetzt bleib ruhig, lass einfach beide Schenkel dran, lass beide Schenkel dran, das, super. Jetzt halt sie schön offen, galoppier weiter, weiter, das ist perfekt, so. We'll be right back.
Weiter. Ah! Lenk doch dann nicht raus! Natürlich wäre das gegangen! Mach doch mal deinen Kopf aus! Ah! Dein Pferd springt für zwei! Guck auf die Linie, nimm den Galopp mit! Weiter, weiter! So! Wäre doch nicht gegangen, ich glaube, ich spinne. Hoffentlich hast du das auf der Kamera. So, langsam aufnehmen. Verbindung, halt die Verbindung. Das ist sehr gut. Gut, einmal loben. Jedes Mal rauslenkst, ja, dann hast du jedes Mal 20 Punkte. Verstehst du, wie ich meine? Reit das mal. Ich kann das doch. Sei nicht immer so verkopft. Du musst einfach mal ihren Kopf ausmachen im Gelände. Galopp, Galopp, gut, das ist gut. Und jetzt reit einfach den Galopp und die Linie weiter. Gut, Linie, Linie, halt die Linie, linker Schenkel, linker Schenkel. Gut. Guck mal, jetzt bist sogar die schwierigere Linie geritten. Gut. Kommst du das noch einmal? Linker Schenkel, linker Schenkel, nur den linken Schenkel dran. So, linker Schenkel, gleich wieder. Linker Schenkel, linker Schenkel, linker Schenkel. So! So, geht doch. Weißt du, jetzt hast du einfach mal durchgezogen hier. Und dann geht's auch. Super. Aber so musst du es auch reiten. Nicht so mit dem Kopf da drüber nachdenken. Links offen, rechts offen. Die ist überall in die Ecke. Weißt du? Die ist sogar in der Mitte offen. Das ist super. So lässig hätte ich sie gern. Langsam, jetzt richte dich auf, lass den Zügel ein bisschen durchrutschen. Oh, so. So, lass ihn auf dich zukommen, nicht zu doll, nicht zu doll. Gut, Ruhe, brrrt. Perfekt, super. Da loben. Jo. So kann man das sagen. Was hat dich da geritten? Ja. Erste Distanz gesehen. Ja. Einmal warten zum Schmalen. Du bist super reingeritten hier, das war perfekt. Ja. Und dann komm einmal, dann richte dich wieder auf, halt die Verbindung und warte zum Schmalen. Nie zum Schmalen Gas geben. Hat sie toll gelöst, hast halbwegs ordentlich gesessen, dann geht das auch. Ja? Alles gut. Wir machen gleich den Schmalen alleine nochmal. Hier, Ochser Einsprung, das war tipptopp. Dann hättest du einfach den Rhythmus durchreiten müssen, weißt du? Ja, und dann dachtest du, oh, schmal und der läuft weg. Brauchst du nicht. Lass ihn auf dich zukommen, der Sprung kommt von ganz alleine. Ja. Geht doch.
doch. Oder? Geht. So, wir rennen einmal 5-6 Sprünge in Folge und dann ist genug. Gut, geht doch. Gut, bleib ruhig. Wo denn? An der ersten Ecke. Ja, aber du hast jetzt endlich mal. Du hast endlich mal zu Ende geritten. Ja. Weißt du? Auch da an der Ecke, da ist sie dir wieder so ein bisschen schnell geworden. Du hast einfach mal dran gesessen, hast es zu Ende geritten und dann geht's auch. Weißt du? Und nicht denken, oh, jetzt ist nicht alles so, wie es passt. Reiz zu Ende. Ja? Bleib ruhig, atme aus und du musst ihr das Gefühl geben, es geht.